Für dieses Projekt benötigt ihr verzinkten dicken Draht und dünneren Blumendraht. Einen Kleiderbügel benötigt man auch noch, außerdem verschiedene Zangen. Ich habe eine Flachzange, eine Rundzange und einen Seidenschneider verwendet. Um den Draht zu wickeln, damit er stabiler wird und auch etwas hübscher aussieht, verwende ich einen alten manuellen Bohrer. Man kann auch einen Akkuschrauber verwenden, der sollte allerdings so langsam wie möglich laufen gelassen werden, damit einem der Draht nicht um die Ohren fliegt. Ich beginne jetzt erst einmal damit, verschiedene Aufhängungen aus Draht für den Schmuck herzustellen. Theoretisch kann man alle Aufhänge auch nach der gleichen Technik biegen, aber mir gefällt es besser, wenn es eben unterschiedlich aussieht. Für die erste Aufhängung nehme ich den Draht und wickle ihn um einen Stab. Nachdem fertig gewickelt und abgeschnitten wurde, drücke ich das Gewickelte flach und ziehe es dann etwas auseinander. Für das nächste Muster verwende ich meine Rundzange und biege einmal hoch und dann wieder runter, damit ein Muster entsteht. Ja, wie soll ich dieses Muster nennen? So eine Art Wellenmuster, das aussieht wie kleine Finger. Für den nächsten habe ich dann wieder eine Spirale gebogen und diese auseinandergezogen. Die Wickelung wurde diesmal um einen kleineren Stab gemacht und ich habe zusätzlich die Ösen einmal um sich selbst gedreht. Das stabilisiert zu einem und zum anderen sieht es etwas anders da aus. Und ich habe eine dritte Spirale hergestellt. Hier habe ich die Ösen sogar zweimal um sich selbst gedreht, teilweise mit Hilfe einer Zange, dass es etwas einfacher geht. Je nachdem, wie stark ihr den Draht auseinanderzieht, umso mehr Abstand entsteht zwischen den Ösen und umso dicker der Stab ist, wo er den Draht drumherum wickelt, umso größer werden auch die Ösen, da man einfach mehr Material hat, was man eben auseinanderziehen kann. Für den Rahmen der Aufhängung, also das Gleitschen an sich, verzwirne ich den Draht mit dem manuellen Bohrer. Dazu habe ich jetzt 4 Meter Draht abgeschnitten, ihn einmal in der Mitte geknickt, sodass eben 2 Meter Draht vorhanden ist. Die offenen Enden habe ich in das Futter des Bohrers richtig fest eingeklemmt. Wenn der Draht nicht fest genug drin sitzt, kann es sein, dass er rausspringt beim Wickeln und dann eben Dinge, die in der Nähe sind oder auch Personen verkratzt oder verletzt. Das wollen wir natürlich nicht. Das geknickte Ende habe ich dann um eine Türschlinge gehängt. Noch besser ist es natürlich, den Draht in einen Schraubstock einzuklemmen. Sobald es dann gut befestigt ist, einfach anfangen langsam zu drehen oder eben mit dem Bohrer, mit dem Akkuschrauber langsam zu starten. Dabei sollte man den Draht möglichst straff halten und auch möglichst gleichmäßig drehen. Und umso mehr man dann eben dreht, umso schwerer geht es dann auch, weil es einfach starrer wird. Hier seht ihr jetzt, wie ich den Draht am Kleiderbügel befestigt habe. Ich habe einfach ein U gebogen, oben umgeknickt, an den Bügel gehängt und unten rechts und links, das sieht man jetzt leider nicht hier im Bild, einfach Knicke mit den Händen gemacht, um eben eine Form von einem kleinen Gleitschen zu biegen. Für die Taille habe ich auch einfach rechts und links einen Knick gemacht mit den Händen, natürlich auf gleicher Höhe, dass es symmetrisch ist. Für den Ausschnitt habe ich ein kürzeres Stück Draht auch nochmal verzwirnt. Das befestige ich erstmal provisorisch mit einem Klebeband, damit ich es einfach besser mit dem dünnen Draht umwickeln kann. Das Klebeband, was ich oben am Kleiderbügel befestigt habe, dient einfach nur zum Schutz der Wand, weil die Wand ist recht rau und wenn der Kleiderbügel so hin und her schwingt, reibt sich das Metall etwas ab und das möchte ich eben vermeiden. Mit dem dünnen Draht befestige ich jetzt den Draht aneinander. Ich wickle ihn einfach mehrfach drumherum. Die Enden hätte ich auch abknipsen können, fand ich aber zu schade, deshalb habe ich einfach hier nochmal Haken gebogen. Da das Befestigen der Aufhängungen an der Wand eine wackelige Angelegenheit war, habe ich einfach mal am Tisch weitergemacht. Nehme mir den dünnen Draht, um die Aufhängung am Rahmen zu befestigen. Und umwickle immer den Draht auf beiden Seiten. Das mache ich für alle vorbereiteten Drahtstücke. Wo es sich angeboten hat, habe ich auch die Enden einfach nochmal um den Rahmen drumherum gewickelt. Dadurch wird es natürlich noch stabiler. Bei der Länge der Aufhängungen solltest du darauf achten, dass sie genauso lang sind wie das Maß des Rahmens. Sind sie etwas kürzer, würde es den Rahmen zusammenziehen, wenn du sie befestigst und die anderen Aufhängen würden sich wölben. Das würde natürlich nicht so schön aussehen. Ist die Aufhängung zu lang, würde sie unter dem Gewicht des Schmucks durchbiegen. Generell lieber etwas länger lassen, da man die Aufhängung auch noch etwas verbiegen kann und dadurch sie kürzen kann. Umso mehr Aufhängung ihr anbringt am Gleitschen, am Rahmen, umso stabiler wird das Ganze. Thank you.
habe hier noch Reststücke vom Draht und zeige euch einfach, wie man daraus schnelle Haken biegen kann, die man entweder am Kleiderbügel befestigen kann oder direkt am Draht. Der erste Haken ist für Ketten und Armbänder gut geeignet. Das zweite Beispiel, was ich zeige, ist hier für Ohrringe gedacht, weil man hier gut in die Ösen Ohrhaken einhängen kann. An den offenen Enden der beiden gebogenen Haken hier oben könnte man sich kratzen, deshalb gebe ich jeweils einen Tropfen Heißkleber drauf, drücke ihn um den Draht, sobald er nicht mehr ganz so heiß ist. So, meine Schmuckaufbewahrung für den Kleiderschrank ist fertig und ich habe jetzt hier mal noch meine vorherige Lösung für Aufbewahrung meiner Ketten mitgebracht. Das ist einfach eine Leinwand, die ich angemalt habe, wo ich Nägel reingeschlagen habe, um eben meine Ketten aufzuhängen. Und da wir jetzt Dachschrägen haben im Schlafzimmer, habe ich keine Möglichkeit, das mir an eine Wand zu hängen, weil an den Wänden einfach die Kleiderschränke stehen und das Bett. Und deswegen wollte ich eben eine Schmuckaufbewahrungsmöglichkeit für in den Kleiderschrank. Ansonsten habe ich natürlich auch noch Ringe und diverse Armbänder. Die bewahre ich momentan hier drin auf, werde aber auch ein paar Sachen daran hängen, einfach, dass man sieht, wie man das eben nutzen kann. Und ja, ich hänge jetzt einfach mal ein paar Sachen dran, um zu zeigen, wie man das so ein bisschen arrangieren kann und wie das dann aussehen würde. Das Lustige ist, wenn man Magnetverschlüsse hat, wie ich jetzt hier an diesem Armband habe, kann man die auch hier einfach an den Draht direkt dranhängen, weil das eben magnetisch ist. Da ich selbst keine Ohrlöcher habe, aber ich besitze Ohrringe, die ich selbst gemacht habe, die mir so gut gefallen haben, dass ich sie nicht hergeben wollte oder die ich eben noch habe, weil ich sie mal verschenken wollte oder verkaufen wollte, habe ich jetzt trotzdem mal hier dran gemacht. Also hier habe ich so ein Band dran gebunden, da kann man dann zum Beispiel Ohrstecker ran machen oder eben halt für Deko-Zwecke einfach das Band. Und die Ohrringe habe ich hier einfach reingehängt. Wie gesagt, mit Magnetverschluss kann man hier einfach dran klipsen irgendwo und ansonsten immer hier um die verschiedenen Drahtbiegungen oder Ösen einfach die Ketten drumherum gehängt oder eben auch die Ringe drüber gestülpt oder die Ohrringe eben reingehängt. Ja, und dann ist das ziemlich schnell voll bei den Mengen an Schmuck, die ich eben so habe. Ja, und sieht cool aus und werde ich dann so in meinen Kleiderschrank reinhängen. Und auch eine schöne Möglichkeit für Schmuckaufbewahrung ist einfach hier so eine Leinwand anzumalen. Ich jetzt hier einfach verschiedene Rottöne rein, habe hier Nägel reingeschlagen, weil im Endeffekt auf der Rückseite haben wir eben das Holz. Und wenn die eine gewisse Größe haben, haben sie immer hier in der Mitte so eine Verstrebung. Und deswegen kann man dann eben an mehreren Reihen den Schmuck aufhängen. Alles, was ihr hier seht, ist übrigens selbstgemachter Schmuck von mir. Auch sogar hier die Glasperlen, die habe ich selbst gedreht. Oder auch hier diese Fimo-Süßigkeiten habe ich selbst gemacht. Auch dieses Seitenband habe ich selbst gefärbt. Und ja, wenn euch davon was interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich dazu ein Video machen, wie ich die Sachen selbst gemacht habe. Und hier sind auch ein paar Schmuckstücke aus vergangenen Videos. Der Ring oder diese beiden Ringe habe ich in einem Video gemacht. Genauso wie hier diese Scrapple-Teil-Anhänger habe ich selbst angefertigt in einem Video. Ich verlinke die Videos mal und hier habe ich auch Drahtketten drin. Die Drahtkette, die ich jetzt in einem Video gemacht habe, habe ich meiner Mama geschenkt, deswegen hängt sie jetzt hier nicht dran. Aber im Prinzip geht hier dieser Schmuck, funktioniert von der Methode genauso.